So, und da sind wir wieder zurück im nächsten Anlauf. Ich habe festgestellt, es war eine scheiß Idee, nebenbei auch noch ein Star Wars Let's Play zu starten. Nicht, weil ich nicht mit dem Produzieren hinterherkomme. Nein, nein, meine Internetleitung ist einfach nur so sauschlecht, dass ich mit dem Upload gar nicht hinterherkomme. 25 Skyrim-Folgen habe ich jetzt noch hier liegen, die ich erstmal hochladen muss. Aber das hat jetzt nichts hiermit zu tun. Hiermit hat das jetzt zu tun, wir sind jetzt, glaube ich, in Folge 7. Ihr wisst noch, der Vorgänger, der ging 10 Folgen lang. Also könnte man annehmen, wir sind relativ am Ende. Ey, hat dir das irgendwer erlaubt, hier in den Demo-Modus zu gehen? Ja. Optimistisch gesehen sind wir in etwa bei einem Viertel des Spiels angelangt, bei diesem verdammten Flugzeug. Ich habe in Erfahrung gebracht, die Sache mit dem Chopper, das war angeblich der zweitschwerste Kampf im Spiel. Hurra, es geht jetzt noch eine Ecke beschissener. Aber jetzt müssen wir uns erstmal einer anderen beschissenen Aufgabe widmen, nämlich dieses Flugzeug aufhalten. Irgendwie unbeschadet zum Stillstand bringen. Ich habe doch keine Ahnung wie, aber naja, nach einer weiteren Stunde Flugen kriegen wir es garantiert heraus. Also, join me on our journey through this game. Weiter. Auf geht's zum Aufregen. Boah. Boah. Nimm das. Ist der Pilot festgebunden? Gut, dann raus hier. Okay, Spidey, du übernimmst das Flugzeug und ich die Ganoven. Man müsste sich zweiteilen können. Zum Glück habe ich den Spinnensender. So kann ich erstmal den Piloten retten. Ja, warum springt der Pilot nicht einfach raus? Warum? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Schade eigentlich. So. Das Flugzeug ist außer Kontrolle. Vielleicht kann ich es mit dem Netz aufhalten. Wenn ich den Weg nicht frei bekomme, geht das Flugzeug hoch. Ja. Also, der Trick, den ich jetzt hier quasi anwenden muss, ist, diese scheiß Flässer wegschießen, bevor das Flugzeug dagegen kommt. Das Problem ist nur, dass das dumme Flugzeug mich permanent überfährt und ich deswegen absolut keine Chance habe. Oh, toll, ey. Die Tür ist zu. Warte mal, kann ich vielleicht irgendwie... Wahrscheinlich nicht. Irgendwo muss doch ein Schalter sein. Wie soll ich das machen? Oh, ist das laut. Nochmal. Fick dich. Ich habe jetzt schon wieder keine Lust. Boah. Ja, ist gut. Das Flugzeug ist außer Kontrolle. Vielleicht kann ich es mit dem Netz aufhalten. Wenn ich den Weg nicht frei bekomme, geht das Flugzeug hoch. Ja, den Weg frei bekommen, die Fässer wegschießen. Was soll ich denn jetzt genau machen, ist so meine Frage. Was soll ich tun? Soll ich das Flugzeug jetzt aufhalten oder soll ich den Weg frei machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich fände es schön, wenn das, also... Wenn ich den Weg nicht frei bekomme, geht das Flugzeug hoch. Ja. Soweit waren wir schon mal. Alter, trifft das Scheißding! Okay. Und, Alter, nein! Nein, 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 nein! Oh, fuck! Jetzt... Okay. Mal gucken, vielleicht kriege ich jetzt diesen verdammten... Du sollst den da einspinnen. Nein! Boah, ey, das ist eine Tortur ist das hier gerade. Bitte stellen Sie die Sitzlehnen gerade und schnallen Sie sich an. Gut, dafür, dass ich keine Ahnung habe, wie das ging. Yeah. Nicht gleich abheben, Captain. Okay, jetzt muss ich mich um den Helikopter kümmern. Ich kann nur hoffen, dass er nicht eine Insel mitten im Nirgendwo ansteuert. Dafür reicht meine Netzflüssigkeit nicht aus. Ja, ich glaube, die haben wir gerade sowieso sehr strapaziert. Speichern? Ja, bitte. Unbedingt. Alter. Ich will nicht mehr... Ich sagte ja schon mal, das Spiel an sich ist nicht scheiße, es ist nur seiner Zeit voraus. Ja, das soll überschrieben werden. Ich will immer noch diesen verdammten Steuerknüppel benutzen. Ich hätte das vielleicht mal mittlerweile konfigurieren sollen. Naja, naja, naja. Okay, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Oh Gott.
Jetzt sag bitte nicht Verfolgungsjagd über die Dächer. Das Signal meines Spinnensenders wird schwächer. Jetzt aber los, ehe ich es verliere. Verfolgungsjagd über die Dächer. Hurra. Hey. Ja, ja. Jetzt hat sich's ausgesponnen. Ja, ja, es geht. Fasst ihn! Nein. Lass den Spinnen richten. Jetzt hat sich's ausgesponnen. Okay, Signalstärke ist relativ gut im Moment. Wie kommt das nur? Nein! Ein Idiot! Schwing doch einfach weiter. Ich habe keine Lust, diesen Parcours-Hindernislauf da noch auf Zeit... Wieso muss immer alles auf Zeit sein? Diese hektische Welt. Kommt mal runter, Leute. Raketenwerfer. Bisschen übertrieben, oder? Es bringt auch jetzt nichts, da irgendwie die Schwierigkeitsgrad auf leicht zu stellen. Zeit ist Zeit. Wie ihr vielleicht im vorherigen Let's Play gesehen habt, Venom wurde auch nicht langsamer und wir haben auf leicht ausgespielt, du Superheld. So. Höp! Fasst ihn! Komm schon. Ach, scheiße. Hatte gehofft, ich komme zumindest irgendwie ansatzweise. Genau. Auf den Kran. Sind jetzt dreh dich bitte, ohne runterzufallen. So, ich bin noch auf dem Damm, ja? Dreh dich, hüpfe. Hüpfe mehr, dreh dich. Oh Gott, ey, das ist so... Da kriegst du Angstzustände bei der Steuerung. Wirklich, du hast Schiss, dass du irgendwas Falsches drückst. Das ist nicht angenehm. Okay. Oh, nein! Alter! Gibt's doch nicht. Signalstärke ist immerhin voll, aber ich habe so den Eindruck, sie wird gleich sehr, sehr stark fallen. Wenn ich mich hier nicht möglichst schnell auf einen anderen Nenner begebe. Geht mir das auf den Sack, dass ich die Kamera nicht hinter ihm drehen kann? Ich glaube gar nicht, wie mir das auf den Sack geht. Sich andauernd auf diese Ingame-Kamera verlassen zu müssen. Oh nö, ey, jetzt auch noch... Jetzt, nee. Ausgespielt, du Superheld. Nein, du wirst mich nicht umbringen. Ausgespielt, du Superheld. Scheiße. Mano. Ich will nicht mehr. Und dabei habe ich gerade erst vor 10 Minuten angefangen. Jetzt muss ich auch noch auf meine Energie achten, während ich auf die Zeit und auf diesen scheiß Spinnen komme. Also mal, irgendwann ist auch mal gut. Raketenwerfer. Bisschen übertrieben, Frau. Oder? Ich kann nicht so gut Multitasking. Dummes Spiel. Ja, schießt mal, wo ich hier decken. Solange ihr mich nicht trefft, ist mir das einigermaßen Pumpe. Ja. Ist das etwa, das ist doch etwa, ja, das ist das. Ah, die gute alte Spidey-Panzerung. Sie bringt mir doch nichts, wenn du da runterfällst. Und ewig nach oben brauchst. Was im Prinzip heißt, wir verschwenden Zeit. Die Rüstung ist doch alle, bevor ich das nächste Mal irgendwie auch nur ansatzweise einen Gewehrlauf Richtung Allee. Die war ja gar nicht auf Zeit. Ihr könnt mich mal. Gut, ein Problem weniger. Und eins mehr. Beeil dich. Blöder Spinner. Was? Das ist Spider-Man. Du kannst doch nicht so gemein zu Spider-Man. Kann nicht sein. Vor allem, wenn er so eine Scheiße abzieht. Habe ich irgendwann mal gesagt, diese Ladescreen ist cool? Mittlerweile finde ich ihn nervig. Sie ist noch beschissener, als wenn Vala Morulis da steht. Raketenwerfer. Bisschen übertrieben, oder? Ja, definitiv ein bisschen übertrieben, aber... Was Punkt übertreiben angeht, ist dieses Spiel sowieso super. Ich meine, ne, Bombe und so. Ich sag nur Bombe. Die Bombe hat, glaube ich, bewiesen, dass dieses Spiel keinerlei Verhältnisse kennt. Hallo, du Depp. Ah, die gute alte Spidey-Panzerung. Immer spinnt, ihr Wichser. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich nicht mehr will? Und ich dachte, ich wäre wieder ruhiger geworden. Nachdem ich so geschickt durch Skyrim laufe. Bisschen übertrieben, oder? Denkst du? Nein. A, falsche Richtung. B, mitten in die Feinde. C, du bist ein Vollidiot. D, ich hasse dich, wenn Acer Butt dich spielt. Heißt Butt Field, ist mir auch egal. Level neu starten. Wehe, der zeigt jetzt die Anfangssequenz. Raketenwerfer. Bisschen übertrieben, oder? Na, was ist? Leute, ich soll euch doch gar nicht bekämpfen.
Ihr wollt nicht, dass ich euch auf die Fresse haue? Super, ich will euch gar nicht auf die Fresse hauen. Ich will einfach nur schnell weiter. So. Was soll denn das, ey? Ich habe so den Eindruck, ich komme jedes Mal weniger weit. Diese Arschlöcher. Ich springe da schon die ganze Zeit. Die können mich gar nicht treffen. Ich habe keine Zeit, die auszuschalten. Ich würde sie lieben gerne alle ausschalten. Bisschen übertrieben, oder? Versteht mich da nicht falsch. Nein, nein. Ich würde die alle lieben gerne ausschalten. Das Problem ist nur Netz. Netz und Zeit. Und Gesundheit. Ich habe von nichts irgendwie viel. So. Hallo. Na, was ist? Ah, die gute alte Spidey-Panzerung. Ohne getroffen zu werden, mein Alter, etwas. So, einmal hier rum. Danke. Und jetzt hier rauf. Da war nur Gesundheit. Gesundheit brauche ich gerade so überhaupt nicht, weil ich habe ja noch die Rüstung. So, und jetzt sollte ich mir langsam ein paar schlaue Sprüche einfallen lassen. So, dreh dich bitte um und wenn es geht, ohne dabei über irgendeinen Rand rüber zu laufen. Danke. Ich würde einfach in die Richtung laufen, damit die Kamera in dem ist. Das Problem ist nur, in dem Fall würde er sofort über den Rand laufen und dann stehe ich auch wieder blöd da. So, jetzt aber, Cowabunga! Na, hast du ihn? Spaß, auf die dumme Spinne zu schießen, ja? Finde ich auch toll. Ein super Spiel, was ihr da euch da ausgedacht habt. Schießt auf die Spinne. Oh, ey. Drei auf einmal, ja? Wie soll ich da überhaupt mich ansatzweise auch nur bewegen können? Super. Spinnenrüstung ist weg. Das heißt, ich stehe nur noch diesen Typen gegenüber. Alter. So, ihr könnt mich mal. Triff mich mal jetzt, du Vollidiot. So, du hast schon den nächsten in Auswahl. Ich sehe schon. Ja, immerhin ein bisschen Netz. Da hinten ist Gesundheit. Die steuere ich als nächstes an. Fasst ihn! Mach's am Bleiben! Boah, ey. Kennt ihr noch diesen lustigen Netz-Move, den ich früher immer hatte? Wo ich die Schultertasten drücken musste und zipp, woanders war? Den wünsche ich mir auch zurück. Ich habe noch nicht mal Zeit, mich umzusehen hier gerade. So, Bazookas. Wir haben ja schon festgestellt, Bazookas sind übertrieben. Und werden mich beim nächsten Treffer töten. Ja, wir haben das schon festgestellt. Nicht wahr? Hör auf, so eine Umwege zu schwingen. Wir müssen uns beeilen. Okay. Ah, schwing. Hör auf. Alter, rauf da. So, wo lang? Da lang. Ich vermute mal, ich soll hier rauf. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn... Nein! Langsam sowas wie ein Zwischenspeicherstand mal kommen würde, damit ich nicht den ganzen Scheißweg nochmal laufen muss. Und hier oben ist noch nicht mal was. Ich fass es nicht. Ja, ja, ihr und eure Bazookas. Schießt woanders. Ich hab zu tun. Na, endlich. Stage 2 oder bin ich durch mit dem Ding? Das wäre sehr schön, wenn ich durch damit wäre.